Herzlich willkommen im Stiftkloster Neuburg. Wir befinden uns hier auf dem Gerüst des Südturmes der Stiftsbasilika in ca. 25 Metern Höhe. Kurz zur Baugeschichte. Die ursprünglich romanischen Türme wurden Ende des 19. Jahrhunderts umgebaut und in ihre gegenwärtige Form gebracht. Die letzte Restaurierung erfolgte Mitte der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts. Wir sind aber nicht hier, um Baugeschichte zu lernen oder die schöne Aussicht zu genießen, sondern um zu zeigen, dass das, was wir hier tun, wirklich notwendig ist. 2015 ist ein Teil eines Ornamentes im Bereich des Einganges abgestürzt. Daraufhin fanden regelmäßig Kontroll- und Sicherungsmaßnahmen an den Türmen statt. Im Zuge dessen mussten immer wieder Steinteile abgenommen werden, die absturzgefährdet waren. Im März 2020, kurz vor dem ersten Lockdown, fand eine Kuratoriumssitzung statt, in der die Realisierung und die Finanzierung des Projektes beschlossen wurde. Im Mai 2020 wurde mit den Arbeiten zur Gerüstung begonnen. Im Juli nahm der Steinmetz seine Arbeit auf. Im ersten Schritt wurden sämtliche Flächen gestrahlt. Danach begannen die eigentlichen Steinmetzarbeiten. Unzählige Steinteile mussten und müssen noch herausgenommen und ersetzt werden. Was hier klingt wie ein Zahnarzt beim Bohren, ist ein Bildhauer bei der Herstellung einer sogenannten Vierung. Von einer Vierung sprechen wir, wenn ein fehlender Steinteil ergänzt oder ein kaputter Steinteil ausgetauscht wird. Vierungen gibt es in den unterschiedlichsten Ausführungen und Größen. Es werden hier mehrere hundert Vierungen ausgearbeitet. Auch die Fenster werden von uns nicht verschont. Die Verglasungen werden ausgebaut, in der Werkstatt des Kunstglasers restauriert und dann wieder eingebaut. Hier noch ein Einblick in die Werkstatt der Steinmetze. Auch hier werden neue Steinteile hergestellt. Alles in Handarbeit. Ein Wort noch zur Kostenseite. Das ganze Projekt ist mit ca. 5 Millionen Euro veranschlagt. Die Fertigstellung ist für Ende 2022 vorgesehen. Ich hoffe, ich konnte einen kurzen Einblick geben, was hier so alles passiert.